Eine erst vor wenigen Jahren beschriebene Kampffischart, Betta canoidis. Wörtlich übersetzt hieße es schlangenkopfähnlicher Kampffisch. Ein irreführender Name, denn Schlangenkopfkenner werden bei diesen nur daumengroßen Fischchen kaum an Schlangenköpfe denken. Und Kampffisch? Klar, dass er in diese Gruppe gehört, aber es gibt kaum friedlichere Fische als diese. Nahe verwandt und nicht immer leicht zu unterscheiden, ist der Weißsaumkampffisch Betta albimarginata. Die Vorfahren dieser Canoides stammen vom Fundort Pampang. Sie leben in flachen Gewässerzonen und verstecken sich hier gern unter den abgefallenen Laubblättern der Urwaldbäume. Am besten hält man diese Fischzwerge in einem gesonderten Becken allein, gibt ihnen gut Lebendfutter, wie diese Mückenlarven, und hält sie in weichem, leicht saurem Wasser. So kennen sie es von ihrer Heimat, den Urwaldbächen Ostborneos. Dieses Paar hat sich schon gefunden. Das Weibchen zeigt die typische schwarz-weiße Laichfärbung und gleich sehen wir die erste Paarung. In diesem Moment dürfte das Weibchen den Laich abgeben. Da sieht man die Eier. Sie fliegen durch das Wasser und das Weibchen schnappt sie auf. Tatsächlich ist aber das Männchen der maulbrütende Partner. Es muss also noch eine Laichübergabe folgen. Im Moment zeigt das Männchen erst einmal seinem Weibchen seine volle Pracht. Wie bei wohl allen maulbrütenden Bettas ist auch hier das Weibchen wieder der aktivere, der treibende Partner. Hier spuckt das Weibchen die Laichkörner aus, aber das Männchen hat gar keine Chance, sie zu erreichen. Immer wieder kommt es jetzt zu Paarungsansätzen, aber es sind Scheinpaarungen. Die Eier werden in dieser Situation gerade nicht abgegeben. Das aber ist ein vollständiger Paarungsakt. Jetzt wird der Laich abgegeben, die Eier liegen auf dem Körper des Männchens und sind jetzt sehr gut zu erkennen. Das Weibchen schwimmt rückwärts und nimmt die Laichkörner auf. Das Männchen verharrt derweil in einer Art Starrzustand. Hier landet eins der vorgespuckten Eier auf dem Kopf des Weibchens. Und das Männchen hat so die Gelegenheit, das Ei bequem aufzustappen. Ja, manchmal hat man das Gefühl, das Weibchen würde sein Männchen ganz bewusst foppen. Hier wieder eine ganz entsprechende Situation. Zack. Schließlich hat das Bettermännchen wirklich genug. Mit vollem Maul verzieht es sich. Das Weibchen legt jetzt seine weniger auffallende Normaltracht an. Nach etwa 15 Tagen entlässt der Vater seine Brut.